Die Bezirkshauptstadt Mistelbach im niederösterreichischen Weinviertel kommt selten in die Schlagzeilen, doch vor kurzem war es soweit. Denn zwei Bewohnerinnen kämpfen um ein Denkmal. Niemand geringerer als Michael Jackson soll in der 11.000 Seelengemeinde verewigt werden. Gut, er war einer der erfolgreichsten Popstars aller Zeiten, doch was hat Michael Jackson mit Mistelbach zu tun? Eva Kordesch ist dieser Frage nachgegangen. Der Geist des King of Pop scheint in diesen Tagen über Mistelbach zu schweben. Denn hier mitten im Weinviertel soll die erste Michael Jackson-Statue im deutschsprachigen Raum errichtet werden. Ein Vorhaben, das nicht ausschließlich begeistert. Doch die Betreiberinnen Martina Kainz und Renate Kornfeind ist kein Weg zu steinig. Sie stellen sich vor, dass hier das Michael Jackson-Denkmal stehen könnte. Ja, das wäre der ideale Platz, ja. Und wie groß sollte das ungefähr sein? Wir wollen eigentlich eine lebensgroße Statue. Richtig, ein Sockel und obendrauf einen ganzen Michael Jackson. Wie sollte er dann ungefähr dastehen oder wie sollte das wissen wir noch nicht. Vielleicht macht uns die Bildhauerin ein paar Skizzen. Entweder in einer Tanzpose, einer typischen oder nur so. Schauen wir halt. Fan bin ich, wenn man es so nennen möchte, erst nachdem er eigentlich von uns gegangen ist. Da hat mich dann der Mensch interessiert. Und durch den Menschen bin ich dann eigentlich sozusagen zum Popstar gekommen. Also es war eigentlich nicht so der Weg Popstar und der Mensch dahinter, sondern der Umgekehrte, der Mensch dahinter zum Popstar. Bei Michael ist das Besondere das Innere, die innere Werte, nicht eigentlich, also die Kunst sowieso, das Malerische, das Tänzerische, aber auch das Mensch. Martina Kainz lebt mit ihrem Mann und den drei gemeinsamen Kindern im einige Kilometer entfernten Spannberg. Das Haus hat die Hobbymalerin eigenhändig verschönert. Jetzt ist es der Blickfang der Ortschaft. Trotz ihres Hanges zur Kunst hat auch sie, wie ihre Freundin Renate, erst nach dem Tod des Superstars zu ihm gefunden. Ich habe mich damit auseinandergesetzt nachher, wieso ist der gestorben und wieso überhaupt und so und... Ja, dann bin ich in Verbindung getreten mit anderen Fans und habe auch darüber gesprochen und habe immer mehr erfahren, warum er so war und was er alles gemacht hat. Ich habe es auch nicht gewusst, aber in seinem Privatleben haben wir eigentlich nie eingemischt. Vor allem, das mache ich heute auch nicht, ne? Das interessiert mich nicht. Dann habe ich kennengelernt auch von seinem Background-Sänger, wie er eigentlich als Chef gewesen ist, also dass er nett gewesen ist und immer nur bedankt und nie geschrien hat und dass er immer so Herzensmensch gewesen ist und eben das Menschliche und die Botschaft, was er in die Lieder vermittelt hat, das habe ich erst später verstanden, weil ich habe ja kein Englisch kennt und das ist mit der Zeit dann immer mehr gekommen. Haben Sie einen Lieblingssong? Und zwar Man in the Mirror, dass jeder vor seine eigene Tür kehren sollte, also dass jeder mit sich selber anfangen sollte, besser zu sein, damit alles für unsere Kinder. Ich denke mir immer, wo habe ich die Kinder herbrauche? Was ist das für eine Welt überhaupt? Und so, was haben die für Zukunft? Und wenn jeder für sich ein bisschen besser wäre, dann wäre es für alle besser. Im Internet veröffentlichte Gedichte und Bilder von trauernden Fans hat Martina Kainz in zwei Büchern zusammengefasst. Das ist die History-Statue. Die steht in Niederlande. Das ist vom Konzert, wie er die Victory Konzert gemacht hat, also da immer dann vor der Halle hingestellt hat. Aber das wäre Ihnen für Mistelbach zu groß? Das wäre zu groß, ja. Vor allem unbezahlbar wahrscheinlich. In der Freizeit wird gesammelt, denn was noch fehlt, ist das Geld für die Statue. Martina Kainz und ihre Helfer bemühen sich seit Wochen um Spenden. Für ein Monument in Lebensgröße werden 10.000 Euro benötigt. Maroni, Kartoffelpuffer und Glühwein füllen die Kasse aber nur schleppend. Ich bin zwar mehr ein Klassik-Fan, aber es sind einfach die größten Komponisten und Entertainer des vergangenen Jahrzehntes und die Jahrzehnte. Und wie gesagt, das ist einer der Musikgrößen ganz einfach. Das muss man zur Kenntnis nehmen, auch wenn man die Musik nicht unbedingt mag. Ich bin bewusst wegen dem hergekommen. Ansonsten bin ich nicht ein begeisterter Maroni-Esser, aber eben für diesen Zweck.
bin ich gern bereit, das zu machen. Ne? Die Aktion finde ich großartig. Ich glaube, dass der Michael Jackson nicht nur ein bedeutender, sondern ein sehr wichtiger Künstler ist, der der Welt ein großartiges musikalisches Erbe hinterlassen hat. Und durch solche Aktionen wird dieses Erbe auch im Bewusstsein weiterleben. Und das ist, glaube ich, wichtig. Gestalten soll das Denkmal die Prager Künstlerin Daniela Kartakova. Sie ist eigens angereist, um an der Sammelaktion teilzunehmen. In Prag kämpfen Fans bislang erfolglos für die Errichtung eines Denkmals. Die Tschechin hat einige Kostproben ihres Könnens mitgebracht. Die ganz rechts ist ein bisschen traurig, dass sie für sich selber gemacht hat. Sie ist aus Bronze und das ist ein bisschen so traurig. Vztahuje k takový tomu období, kdy vlastně Michael měl obrovský problém, že to proces je nespravedlivý, takže byl obsán, takže to vlastně... Zaustruk allein sein praktisch von Michael, das ist das Gesichtsausdruck jetzt, ja. A ta bílá, to je vlastně ten návrh pro Prahu, to bude tahle bista na sloupu stát. Das ist das Entwurf für Prager Statue, also die kommt die Kuste mit der Säule, das ist für Prag der Entwurf praktisch. Der Mistelbacher Gemeinderat hat bereits beschlossen, 3 Quadratmeter Grund für das Denkmal zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister Alfred Pohl spricht von mehreren möglichen Standorten. Und schon geistert die Idee eines Walk of Fame im Rathaus herum, die eine ganze Reihe von Denkmälern internationaler Berühmtheiten in Mistelbach vorsieht. Wenn es zusammenpasst, wenn es in ein Gesamtkonzept kommt, dann stehe ich dem positiv gegenüber. Zum Beispiel alle die, die mit MI anfangen, könnte man doch in MI Stellbach hier auch aufstellen. Ob das jetzt ein Jackson ist, ob das ein Michelangelo ist, da gibt es ein ganz weites Spektrum. Trotz aller Euphorie haben sich schon längst die Gegner zu Wort gemeldet. Eine Unterschriftenaktion gegen die Errichtung des Denkmals wurde gestartet, Listen in Geschäften und Lokalen aufgelegt. Jetzt sind die Listen plötzlich verschwunden, niemand weiß, wer sie eingesammelt hat und die Betreiberin der Unterschriftenaktion ist unauffindbar. Doch es gibt einige, die unterschrieben haben. Michael Jackson hat hier nichts verloren im Park. Glaube ich nicht. Das erste Mal ist er Österreicher. Und zweitens einmal seine Vergangenheit, was man da gehört hat in den Zeitungen und dazu. Ich glaube, das ist nicht so. Warum rechnen? Was würde Ihnen denn dieses Denkmal hier in Mistelbach bedeuten? Es ist ein Symbol für mich, für seine Botschaft. Und ich denke mir, das geht jedem Menschen an. Da geht es mir gar nicht so sehr darum, ob ihn jetzt jemand mag oder nicht mag, ihn kennt oder nicht kennt. Für mich ist es ein Symbol.